Keine Ahnung warum, aber mach mich weiter. Hallo Freunde, willkommen zurück bei Nerdsurfen Tech. Ich bin's Ronny und das ist der EcoVex D-Board N30 Pro Omni. Der ist auf der IFA vorgestellt worden. Wir haben den jetzt im Test und es ist ein Einstiegssegment von EcoVex und liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 699 Euro. Was das Ding kann, wie gut es abschneidet und was man damit vielleicht nicht reinigen sollte, also quasi No-Gos für so einen Saugroboter, die gehen wir heute auch mal durch, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, wo sind denn eigentlich auch die Grenzen von so einem Gerät? Wie üblich gehen wir doch einfach mal das alles von oben nach unten durch und der kommt erstmal beiseite. Das bedeutet, wir haben hier natürlich einen Frischwassertank mit 2,6 Liter, der ganz normal handelsüblich mit Wasser befüllt werden kann. Im Laufe der Nutzung verliert man natürlich ein bisschen Wasser und der Rest davon und vom Durchspülen, der landet hier im Schmutzwasserbehälter. Sieht man dann auch, dass das ein bisschen abgedunkelt ist, dass man das da nicht unbedingt sehen kann. Wir gucken trotzdem mal kurz rein. Ja, der hat bei uns auch ein bisschen gereinigt. Das ist übrigens Kaffee und ein bisschen Ketchup vielleicht. Aber dazu kommen wir später. Eine Sache, die jetzt noch neu dazu kommt, ist, hier ist noch ein Schalter oder eine Öffnung. Die kann ich öffnen und dort kommt ein Hartbodenreiniger. Zumindest kann man irgendwie so eine Art Stift damit reinstecken für einen Reinigungszusatz. Der liegt leider nicht mit bei, ich kann das leider nicht zeigen. Die Möglichkeit besteht aber, kann man separat mit bestellen. Übrigens sind dann hier nur noch 3 Liter Schmutzwasser-Auffangbehälter und wie gesagt vorher 3,5 Liter. Dann haben wir einen Plastikdeckel, den man abmachen kann. Dort hinter befindet sich natürlich der Staubbeutel. Eine etwas krude Größenangabe, 2,6 Liter. Und wenn man den hier quasi rauszieht, verschließt sich das automatisch. Ich könnte den natürlich aber auch öffnen und auspusten oder reingucken, dass ich da Dreck und Reis und Haare mit aufgesaugt habe. Und den kann ich natürlich dann auch, oder muss ich dann natürlich nach ein paar Wochen austauschen. Ein Dreierpack liegt, wenn man das jetzt original kauft, bei knapp 20 Euro. Also mit Mehrkosten muss man auf jeden Fall rechnen oder man findet Alternativen. Dann haben wir hier einen sehr spannenden Bereich und zwar eine Auffangschüssel, die ich auch gelegentlich mal von Wasser befreien muss. Und wir haben hier quasi eine Heißluftspülung der Mops, die hier auf der Unterseite sind, mit 60 Grad warmem Wasser. Und wenn der Reinigungsdurchgang fertig ist, dann wird hier mit 40 Grad heißer Luft das Ganze dann getrocknet. Und dann könnt ihr einstellen, 2 Stunden, 4 Stunden oder 5 Stunden Trocknungszeit, je nachdem wie feucht das quasi war, weil man kann ja den Wasserfluss auch so ein bisschen mit einstellen. Und dann wird das getrocknet. Und im Prinzip ist das natürlich auch die Absaugstation für den Staubbeutel und ebenfalls natürlich auch die Ladestation. Nennt sich halt auch natürlich die Omni-Station. Und kurz gesagt kann die Laden, Absaugen, Frischwasser, Schmutzwasser hinzufügen bzw. Mop reinigen und trocknen, um das mal ganz kurz runterzurasseln. In dem Deckel, den ich gerade oben mit angesprochen habe, kommt halt im Prinzip so ein harter Bodenreiniger rein. Das ist wie so eine Art Kapsel, die liegt aber nicht mit bei, die muss separat gekauft werden, deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Aber die Möglichkeit von einer Reinigungszugabe in irgendeiner Art und Weise, die besteht jetzt hier auch. Kommen wir zum anderen Kernstück und zwar den Saugroboter an sich. Der hat einen Durchmesser von 35,3 cm, 10,4 cm hoch. Laser-LiDAR-Navigation, so wie man das kennt. Vorne einen Bumper, wie man das kennt. Eine Sauglösung von 11.000 PA. Wir haben hier oben einen Deckel, den man abmachen kann. Dann hat man hier einen Silikonknopf. Da kann man dann zum Beispiel nochmal was zurücksetzen bzw. eine Fehlerquelle auslesen wahrscheinlich. Das ist jetzt auch nicht beschrieben, aber macht doch nichts. Wir haben einen Kopplungscode. Hier steht nochmal, wie ich das Ganze reinigen muss. Wir haben hier einen Staubbehälter. Der hat 320 Milliliter Fassungsvermögen. Braucht man sich aber eigentlich gar nicht drum kümmern, weil es ja direkt abgesaugt wird. Das funktioniert auch recht gut. Wobei, ich habe jetzt ein paar Reiskörner mit aufgesaugt. Und die werden dann halt quasi hier über diese Klappe dann abgesaugt. Das ist dann halt quasi hier das Gegenstück dann da. Und dann wird das entleert. Es ist nicht immer alles sofort mal draußen, aber so grundsätzlich der ganze feine Staub und Dreck ist weg. Hier haben wir auch einen HEPA-Filter und den muss man natürlich dann irgendwann austauschen. Liegt aber jetzt kein Ersatz-HEPA-Filter mit bei. Auch den müsstet ihr dann nochmal nachkaufen. Man sieht hier quasi die Öffnung, den Ausgang zum Staubbehälter. Das wird halt dann, wie gesagt, geöffnet durch Unterdruck. Wir haben hier die Ladekontakte und nochmal einen Infrarotport, dass der dann auch genau weiß, wie er da hinten einpacken muss. Ja, das ist quasi letztendlich der Sauger. Grundsätzlich braucht er wahrscheinlich gar nicht so viel erklären. Wir haben eine einseitig geführte Bürste. Wir haben wieder eine Hindernisüberwindung von 2 cm. Hier vorne ist ein Führungsrad. Und wir haben hier
die Wischpads. Und eins davon kann mit dem True Edge Modus quasi ausfahren. Das dürfte dann die hier sein. Und da sieht man in den Aufnahmen auch schön, dass der dann quasi am Rand immer entlang fährt. Wenn man das jetzt von oben anguckt, sieht das dann so aus. Das heißt, die Randreinigung erfolgt hier, weil er immer quasi entgegengesetztes Uhrzeigersinns fährt und dann mit dem Mob in die Ecken, so weit wie das eine Ecke mit rund möglich ist, reinigen kann. Den Rest versucht natürlich dann die Bürste hier vorne zu machen. Kennt man auch von teureren Modellen, das ist ganz praktisch. Was hier nicht funktioniert ist, dass die Mops automatisch in der Station drin bleiben, wenn ich zum Beispiel nur saugen will. Das kann das Gerät nicht. Dafür können die Mops aber auch um 9 mm angehoben werden. Das heißt, bei einer Teppicherkennung, und die funktioniert auch wieder sehr gut, könnt ihr sagen, okay, er soll natürlich den Teppich vermeiden, dann fährt er gar nicht auf den Teppich oder halt quasi den Mops oder die Wischpads anheben, um eben die besagte 9 mm. Das heißt, wenn ihr einen normalen flachen Teppich habt, funktioniert sehr gut. Habt ihr einen, der lange Borsten habt, führt natürlich immer das zu einem Kontakt mit dem nassen Wischbett. Das kann passieren. Aber, Gesetz des Falles, er fährt auch wieder zurück, hebt er die an, ohne dass er dann irgendwie großartig Schmutz verteilt. Dann haben wir natürlich eine klassische Bürste, die für Hartboden und Teppich quasi gleichermaßen genutzt werden kann. Und es wird ja immer mal dieses Zero Tangle Free beworben, also quasi, dass Haare hier drin sich nicht festhalten. Hier sind quasi so eine Kanten drin, die das Ganze so ein bisschen mit abschneiden. Und wie gesagt, unsere Haare, die wir jetzt mit aufgesaugt haben, sind hier direkt im Staubbehälter schon mit eingesaugt worden. Dann stecken wir das da drauf, setzen das dahin und klicken das wieder zusammen. Und dann haben wir auf der Unterseite natürlich unterschiedlichste Sensoren, dass er die Treppe nicht runterfällt, dass er den Teppich erkennen kann und so weiter. Wir haben auch eine deutsche Sprachausgabe und wenn ich den zum Beispiel anhebe, spricht die Dame dann in Deutsch auch zu mir und sagt, okay, dies und jenes, ich habe gerade keinen Bodenkontakt oder ich fahre in die Ladestation zurück. Allerdings empfinde ich die Sprachausgabe diesmal ein bisschen leise. Ich kann die in der App aber auch nicht wirklich lauter stellen. Wir haben hier vorne natürlich noch ein paar Bedienelemente, um meinetwegen eine Spot-Cleaning zu machen oder den einfach wieder zurück in die Basis zu schicken, so wie man das kennt. Das ist quasi das, wie man es von Ecovex gewohnt ist und wie es auch gut funktioniert. Und entsprechend spricht das auch für das Reinigungsergebnis. Ihr habt, wie gesagt, eine Teppicherkennung. Das heißt, dann zieht er auf die 11.000 PA hoch und den Teppich reinigt er zum Beispiel wirklich gut. Da waren von dem Reis und Kekskrümel, was ich da verteilt habe, nur noch 2-3 Krümelchen mit vorhanden, weil da mal so ein etwas tieferer Schlitz ist. Was man dabei noch bedenken muss, ist, dass ja quasi die Bürste, die unten drunter ist, keinen Kontakt zum Teppich hat. Also das heißt, die können da nicht so richtig reingreifen. Wenn ihr dann etwas dickeren Teppich habt, dann kann das schon eher mal reingreifen, aber wiederum dann ist auch Gefahr natürlich, dass da das vorher schon irgendwie eingetreten wurde. Da reicht die Saugleistung natürlich nicht aus. Also bevor wir auf die anderen Punkte eingehen, es ist natürlich für eine Grundreinigung zu Hause da und nicht für ein blitzeblankes, cleanes Zuhause, sodass ihr nie wieder selber den Wischlappen in die Hand nehmen müsst oder nie wieder staubsaugen müsst. Dafür sind sie nicht da. Es ist eine Arbeitshilfe und das muss man auch wissen. Das Reinigungsergebnis auf den Hartböden hat mir auch gut gefallen. Er nimmt eigentlich jeden Schmutz auf. Hier gibt es allerdings nur ein Problem und das ist dann gerade dann, wenn man Kekskrümel, Reis oder irgendwas auf dem Boden hat, dass die Frontbürste hier rechts eine zu hohe Rotation hat und quasi im Fahren den Reis schon immer mit wegschleudert. An sich ist das kein Problem, weil man kann ja sagen, okay, fahr bitte den Bereich auch zweimal ab. Dabei wird aber das zweite Mal am Rand vergessen und dann bleibt da halt immer noch ein bisschen Reisrest mit liegen. Also trockener Reis, kein gekochter Reis oder so, der würde ja kleben. Bei schwereren Sachen, die werden natürlich jetzt nicht so doll weggeschleudert, aber jetzt gehen wir mal von normalen, haushaltsüblichen Schmutz und Staub an. Was ist es dann halt? So Kies, Steine, Katzenstreu, also eher was Leichtes. Und da ist mir dann halt wirklich aufgefallen, die Rotation ist einfach zu schnell. Das könnte mit dem Update vielleicht behoben werden, dass die ein bisschen langsam ist, um nicht alles wegzuschleudern, weil er fährt halt immer im gleichen Schema drumherum. Und wenn er dann halt zum Beispiel keine zweites Mal den Rand mitnimmt, dann bleibt am Rand einfach dann das Weggeschleuderte vom ersten Durchgang liegen. Aber die Fläche, die ist dann natürlich soweit sauber. Das ist mir dann aufgefallen. Wie gesagt, könnte relativ leicht behoben werden. Ist je nachdem, was man aber für eine Verschmutzung zu Hause hat, natürlich jetzt auch vielleicht nicht so dramatisch für denjenigen, der das Gerät benutzt. Die Wischleistung selber hat auch gut funktioniert. Ich habe Kaffee mit aufgesaugt, gewischt. Ja, das ist eine Kombination aus beidem. Ein bisschen angetrocknet, ein bisschen flüssig und dann auch ein bisschen Ketchup. Und jetzt kommen wir tatsächlich auch zu den No-Gos, die man mit so einem Saugroboter nicht machen sollte. Flüssigkeiten ist das eine, wo man sagen kann, also am besten ist eingetrocknete Flecke, lasst den da 2-3 Mal drauf fahren, dann ist das okay. Habt ihr aber zum Beispiel eine Flüssigkeit, wo mehr Flüssigkeit ist, dann kann der das durchaus aufnehmen. Es kann aber auch passieren, dass die Mops auf der Rückseite, also die Wischpads, das Ganze einfach durch die Rotation auch ein bisschen verteilen. Wenn man da 2-3 Mal drüber fahren lässt, nimmt er das natürlich mit auf.
Das Problem ist aber, dass natürlich in dem Zeitraum, wo das dann hier beschmutzt ist, meinetwegen auch mit Ketchup, fährt er ja immer wieder über die anderen Stellen, die vielleicht vorher gar nicht mit Ketchup verschmiert waren. Aber aufgrund dessen, dass es eine klebrige Substanz sein kann, da ist auch viel Zucker drin, kann das dann dazu klebrigen Schmierfilm sorgen. Wenn man da auch ein zweites Mal drüber fährt, mag das vielleicht optisch auch weg sein, aber spätestens, wenn es getrocknet ist, merkt man, okay, man bleibt drauf kleben mit den Schuhen. Das wollen wir natürlich nicht. Hier spreche ich nicht nur für diesen Saugroboter, sondern im Allgemeinen. Alle, die eine Wischfunktion haben, rotierend mit Bürsten, mit einer Walze oder einem Wischpad, was hinterhergezogen wird, haben im Prinzip das gleiche Problem. Zudem wird halt im Prinzip die Flüssigkeit oder der Ketchup in dem Fall, wie gesagt, auf den Pads verteilt. Zum Teil dann halt durch die Feuchtigkeit natürlich dann auch wieder mit aufgenommen. Die Räder, die fahren natürlich auch mit durch. Und wir haben ja so schöne Kanten drin und die darf ich dann im Nachhinein quasi nachbereiten. Und der andere Punkt ist, der Bereich hier von der Bürste, wir fahren ja immer vorne rüber, das heißt hier zieht ihr dann auch schön den Ketchup rein. Was passiert? Das Ganze, die ganze Bürste ist dann natürlich auch klebrig und mit Ketchup voll und spätestens an der Kante, und man sieht es hier immer noch so ein bisschen, ist auch Ketchup mit drin. Was passiert ebenfalls? Der Staubbehälter, der im Gerät drin ist, wird damit auch beschmutzt, und ob das jetzt eine Flüssigkeit ist wie Kaffee oder so ein bisschen Ketchup, alles trocknet. Oder ist in dem Moment erstmal klebrig, alles kann irgendwann anfangen zu stinken, alles kann irgendwie anfangen zu faulen. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt irgendwie eine Milch verkippt und lasst die jetzt damit aufnehmen. Das wird funktionieren, das kann auch funktionieren. Ich rate euch aber tunlichst davon einfach ab, weil einfach, ja, die Mops können gereinigt werden mit heißem Wasser und auch getrocknet werden, aber der ganze Weg, wo hier überall die Milch dann hinspritzen kann, durch die rotierenden Bürsten oder halt auch durch die Rotation von dem Mops selber, plus die Bürste, die Walze, die jetzt hier mit drin ist, und der Weg in den Schmutzbehälter plus beim Absaugen, der Weg quasi hier rein in den Schmutzbehälter, Staubbehälter, die werden ja nicht aktiv gereinigt und das ist dann halt quasi auch so das Problem. Der Mop selber wird gereinigt, aber der Weg dahin in den Staubbehälter nicht und auch eben nicht die Bürste. Das darf man dabei nicht vergessen. Und wenn ihr das mal gemacht habt, dann dürft ihr euch, wie ich das für das Video jetzt gemacht habe, einfach mal hinstellen und dann müsst ihr da eine Viertelstunde lang dann halt einfach gucken, wo denn überall der Ketchup zum Beispiel hingelaufen ist oder hingeschoben wurde und bereitet das nach. Der andere Punkt ist natürlich auch, die Kante ist dann jetzt hier schön voll mit Ketchup. Der fährt rückwärts und verliert dann einfach auf dem Weg beim rückwärts reinfahren auch nochmal den Ketchup. Das heißt, ihr habt dann jetzt hier erstmal schöne Spur und hier vorne drauf auch. Das heißt, ihr müsst es halt dann einfach nachbereiten. Um euch die Arbeit zu sparen, macht es einfach nicht, sondern lasst den quasi für die Rundreinigung da sein und das Objekt eures Hauses sozusagen für euch durchwischen, reinigen und eine Grundordnung reinschaffen. Für Flüssigkeiten, Schmutz und irgendwas, was mit Wasser am besten gereinigt werden kann, sind so eine Nasssauger gut, die man am Stiel hat und dann da halt quasi dann einmal drüber geht, weil die haben einen Kreislauf, der auch komplett durchgespült wird, je nach Modell natürlich. Und das ist mit dem Entlernen in dem einen Flüssigkeitsbehälter, in den Schmutzauffangsbehälter natürlich viel einfacher, weil der Schmutz, Staub und alles drin landet, auskippen, sauber machen, wieder reinmachen. Und der Weg zum Reinigen, wie gesagt, der ist kürzerer und kann auch mit einem Reinigungstooler gereinigt werden. Und hier hat man einfach wirklich die Nachbereitung. Und es geht vielleicht nicht immer so gut aus, wenn ihr halt, wie gesagt, dann halt Milchprodukte habt und die dann irgendwo hier im Bereich noch mit vor sich hin riechen. Das will man nicht. Nicht, dass das der Sauger nicht kann und andere auch nicht. Aber ich wollte es einfach mal drauf eingehen, dass man vielleicht auch hier einfach mit den Geräten eine Grenze hat. Ich weiß nicht, wie ihr so ein Gerät zu Hause benutzt, was ihr damit macht. Ich habe schon immer mal gesagt, ja, okay, so eingetrocknete Flecken, ja, aber alles, was frisch runtergefallen ist, ich bin höchstwahrscheinlich effektiver, wenn ich das einfach mit dem Lappen aufnehme. Und spätestens dann, wenn da irgendwie Flüssigkeiten und irgendwas im Spiel ist, habe ich hier den ganzen Kreislauf und den versaue ich mir dann mal einfach. Wie gewohnt gibt es auch eine App. Wenn der per 2,4 GHz Netzwerk ins euer System eingebunden ist, dann seht ihr den. Ihr braucht den dann einfach nur starten, ihr macht eine Schnellkartografierung und dann ist das dann innerhalb von wenigen Minuten, je nachdem wie groß eure Wohnung ist, kartografiert. Dann habt ihr die Möglichkeit natürlich die Zimmer zu benennen. Ihr könnt auch Raumreinigung machen nach der Anzahl der Räume und in der Reihenfolge, wie ihr das wollt. Ihr könnt natürlich auch eine Zone einfach einstellen, wo ihr sagt, okay, da möchte ich jetzt reinigen, wie ich das hier zum Beispiel gemacht habe. Da habe ich dann quasi mal Reis ausgekippt und da auch festgestellt, dass im Prinzip der Rand hier da kein zweites Mal umfahren wurde. Also die Fläche selber wurde zweimal gereinigt, aber der Rand nur einmal. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo dann hier die Reinigung nicht ganz so gut ist, weil am Rand immer noch ein bisschen was liegen bleibt. Wie gesagt, wer kein Reis zu Hause hat oder irgendwie Kleinigkeiten, die dann irgendwie in Ecken gefeuert werden kann, für den ist es kein Problem. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dann selber zu sagen, okay, was soll er machen? Nur saugen, nur wischen, wischen nach dem Saugen oder Staubsaugen und Wischmob wischen parallel. Ihr habt die Saugleistung in 4 Stufen. Wie gesagt, auf dem Teppich wird es automatisch erhöht. Ihr habt die Wasserdurchflussrate von wenig zu mittel zu hoch. Und ihr könnt auch die Reinigungsgeschwindigkeit schnell machen zum Beispiel.
Standard oder auch umfassend und halt auch die Anzahl der Durchläufe einmal oder zweimal. Dann gibt es noch ein paar andere Einstellungen, zum Beispiel ich kann einen Zeitplan setzen, ich kann eine Reihenfolge setzen, das automatische Fortführen wird immer aktiviert. Das heißt, wenn der Akku mal alle ist, weil ihr einen Raum habt, der größer ist, dann fährt er wieder ran, lädt und fährt dann wieder weiter zum Reinigen. Es gibt einen Ruhemodus, die Saugverstärkung, also die Teppicherkennung, Saugleistungserhöhung für die Teppiche ist aktiviert. Und hier steht dann auch zum Beispiel, was soll denn da passieren auf dem Teppich? Jawohl, der oder das Pad soll angehoben werden oder ich will, dass die Teppiche umgangen werden, weil die zu dick oder zu hoch sind. Oder kein Anheben und wenn du halt einen flachen Teppich hast oder irgendwas mit langhaarigen Teppichen, dann kannst du das natürlich auch machen. Und dann gibt es halt eben diese Kantenreinigung, da sieht man auch schön die Animation nochmal, wie da quasi das eine Wischpad rausguckt. So, dann gibt es einen Extremmodus, es gibt einen Standardmodus, Quadratmeter könnt ihr eingeben oder ein Feed, automatische Hinderniserkennung gibt es und die Leistungseinstellung Öko, Standard oder auch eine Kindersicherung, das kann man machen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gucken, was in der Ladestation passiert. Ladevorgang hat begonnen. Da hört man die Sprachausgabe und wenn ich dann hier zum Beispiel angedockt anklicke, dann sehe ich, okay, Entleeren des Staubbehälters, das Moppad reinigen lassen, wenn ich das halt quasi ein zweites Mal machen möchte, weil ich weiß, ich habe irgendwas Klebriges mit aufgenommen, das ist vielleicht doch mal passiert, oder weil ich den Mop einfach trocknen möchte. Stationseinstellung, da haben wir dann auch die Häufigkeit der Entleerung, also automatisch oder zusätzlich. Das Waschen mit dem heißen Wasser, soll es eine energiesparende Wäsche sein oder ein gründliches Waschen. Und vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt ist, wann soll der Mop zwischendurch gereinigt werden? Nach 6 Minuten, nach 10 Minuten oder nach 15 Minuten oder nach Raum, wenn die Räume zum Beispiel kleiner sind. Und da haben wir dann auch wieder den Punkt mit dem Ketchup. Wenn ich dann halt 10 Minuten durch die Bude gefahren bin, weil ich irgendwas Klebriges aufgenommen habe, dann habe ich hier und da irgendwie wahrscheinlich immer so einen klebrigen Film mit produziert und müsste dann ein zweites Mal drüber fahren oder halt eben einfach zwischendurch die Mops oder die Wischpads einfach ein bisschen reinigen lassen. Die Dauer der Heißtrocknung, ich habe schon gesagt, 2 Stunden, 3 Stunden oder 4 Stunden könnt ihr selber einstellen und das funktioniert auch gut. Ihr könnt natürlich auch wieder mehrere Karten abspeichern, wenn ihr das wollt. Die meisten haben wahrscheinlich aber einfach nur eine Wohnung, wo man dann halt genau eine Karte mit abspeichert und ja, das ist halt so, die App, wie sie da ist, wie sie funktioniert, man kennt ist. Wie gesagt, die Sprachausgabe finde ich hier ein bisschen zu leise. Ansonsten funktioniert es aber sehr gut. Es ist gut übersetzt. Also auch das, was man im Kern kennt. Ein Punkt habe ich natürlich noch. Der Bumper, der wird natürlich ab und zu auch mal verwendet, wenn ihr zum Beispiel Füße habt, wie bei uns unserem Tischstativ. Da sind so nochmal oben Kanten drumherum. Da fährt er dann mit den Bumpern gerne mal in Kontakt. Normalerweise ist der eher kontaktunfreudig. Das heißt, er sieht das, er fährt ran, dreht ab und fährt rum. Hinderniserkennung hat sehr gut funktioniert. Wobei das eine dünne Kabel, was auf dem Kabel, auf der Kabelpeitsche ein bisschen rausgeguckt hat, hat er dann schon mal ab und zu mitgenommen. Aber grundsätzlich nicht komplett aufgesaugt und ich musste nicht manuell nachgreifen. Das war gut. Den Schuh hat er erkannt, ein bisschen verschoben, aber grundsätzlich eigentlich ignoriert. Finde ich dann, was die Hinderniserkennung angeht, schon sehr gut. Ist nicht perfekt, aber es heißt ja in der Anleitung nicht auch umsonst, ihr sollt eure Wohnung quasi vorbereiten, dass Katzenspielzeug, Kleinigkeiten, Kinderspielzeug und irgendwie so ein Zeug schon möglichst vom Boden entnommen wurde und woanders hingestellt wurde. Oder dass die Stühle vernünftig zusammenstehen, dass da nicht so viele Hindernisse sind, weil dann braucht er nämlich auch länger. Theoretisch kann er für 320 Minuten arbeiten. Das ist eine wahnsinnig hohe Zeit. Ob man das tatsächlich mitbekommt, ich weiß nicht, wie groß eure Wohnung ist. Wahrscheinlich kann er da dreimal in der Zeit durchfahren und im Gesetzesfall ist, ihr seid gar nicht zu Hause, dann seht ihr den ja auch gar nicht, wie er arbeitet. Wenn ihr mal daneben stehen solltet, dann dürft ihr euch aber nicht erschrecken, wenn der quasi den Staubbeutel oder den Staubbehälter entleeren will, dann kommen wir nämlich mal so auf 83 Dezibel. Im normalen Reinigen sind wir so bei 63 maximal. Das heißt, es ist weniger, als wenn zwei Personen sich unterhalten. Ja, fassen wir zusammen. Also es ist eigentlich ein Einstiegsgerät von Ecovacs. Durchweg reinigt der aber ziemlich gut, bis auf das Problem mit der zu schnell rotierenden Bürste. Da darf gerne ein Update kommen. Ich hoffe, sowas ist möglich, dass die Rotationsgeschwindigkeit ein bisschen reduziert wird. Die Wischreinigung, das Wischergebnis ist sehr gut. Ich habe dann wirklich alles mit aufnehmen können. Wie gesagt, es gibt ein paar No-Gos. Ich habe es ja vorher schon erklärt, was man damit möglichst nicht aufnehmen sollte. Reduziert euch quasi auf das, was als normaler Dreck in der Wohnung ist. Dann habt ihr damit kein Problem. Dann müsst ihr nichts nachbereiten. Ihr müsst dann nichts Klebriges sauber machen, den ganzen Bereich dann nicht sauber machen. Dann spart ihr euch eine Menge Arbeit. Und wenn man sich daran hält, dann ist das ein sehr schönes Produkt. Denn, wie gesagt, Frischwasser hält eine ganze Weile mit den 3,5 Litern. Den Schmutzwassertank müsst ihr gelegentlich mal entleeren. Das sagt euch das Gerät aber auch. Die App sagt euch das auch. Ihr könnt einen Reinigungsmittelzusatz mit so einer Hart, was auch immer, da hinten mit einführen. Ihr habt einen Staubbehälter, der oder einen Staubbeutel, der für 3, 4, 5, 6, 8 Wochen oder noch länger
taugt. Das heißt, je nachdem, wie viel Schmutz ihr in der Wohnung habt. Und ihr habt eine sehr gute Navigation plus eine gute Hinderniserkennung und auch eine gute Reinigung. Also durchweg ein schönes Produkt. Preislich ist es jetzt gerade schwierig, weil im Ecovex-Bereich sind noch ein paar andere T30 und wie die alle heißen, die schon ein bisschen länger auf dem Markt sind, schon dadurch ein bisschen günstiger geworden sind, zum Teil einfach natürlich noch ein paar mehr Features haben. Durchweg aber kann man ja sagen, hier wird der Preis sich auch nochmal reduzieren. Und das ist halt quasi, wenn wir frische Geräte kriegen, reden wir immer von der unverbindlichen Preisempfehlung. Und da tut sich über die Zeit natürlich immer irgendwas. Vielleicht gibt es zum Start auch wieder eine Rabattaktion, das weiß ich jetzt nicht genau. Wer jetzt aber theoretisch Bock auf das Gerät hat, weiß, um was es sich handelt. Er kennt auch die Nachteile, er kennt die Vorteile und die Funktionsweise des Gerätes auch so ein bisschen. Und ich denke, damit ist eigentlich auch alles gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es vielleicht auch Spaß gemacht hat, vielleicht ein bisschen Wissen mit hängen geblieben ist, gerade was Bezug auf was kann ich damit aufnehmen und was nicht. Irgendwo haben die Geräte einfach ihre Grenzen. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann findet ihr die Links in der Videobeschreibung. Und ich bin eigentlich raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.